Okay, hier ein kleiner Vergleich von Stabmixern. Zuerst mal mein erster Stabmixer überhaupt. Das ist von der Ideenwelt. Hier kann man das lesen. 500 Watt. Der kann nicht besonders teuer gewesen sein. Wir haben den mal geschenkt bekommen. Der Vorteil von diesem Teil ist, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, man kann da zwei Teile draus machen. Man kann den Mixer hier, also diesen Stab mit dem Schneidwerk da unten, das Schneidwerk ist fix, das kann man abnehmen, lässt sich das auch waschen, kann man auch einen Geschirrspüler packen angeblich. Ich habe das immer so abgespült. Und den Motor hier und den Griff mit zwei Geschwindigkeiten, 1 und Turbo, da ist halt das feste Kabel dran. So, und jetzt hören wir uns das mal an. Stecken wir mal rein und schalten mal ein. Und jetzt hört man sich mal an, was das Ding für einen Krach macht. Das war die Stufe 1. Und wir sehen, das Ding zieht ungefähr so 124 Watt beim Anlaufen und dann bleibt es bei 100 Watt. Turbostufe kommt jetzt. So konstant um die 164 Watt. Diese Watts kommen unten allerdings nicht mehr wirklich an, weil diese Kupplung zwischen Motor und Stab, das ist eine Kunststoffkupplung, die ist auch ausgeschlagen, deswegen ist er jetzt auch extrem laut gewesen, weil er jetzt auch noch ziemlich anfängt zu vibrieren. War vorher aber auch nicht wirklich leiser. Und ich frage mich, wo die Zahl 500 Watt herkommt, denn 500 Watt nimmt das Ding aus der Steckdose nicht auf und 500 Watt kommt unten auch nicht wirklich an. Keine Ahnung, was die Hersteller da drauf drucken, ich verstehe es nicht. Falls das jemand versteht, bitte ab in die Kommentare damit. Interessiert mich wirklich. So, ich lege ihn mal zur Seite. Das neue Gerät ist ein Zauberstab. SG Zauberstab von Unold. Kommt aus der Schweiz, heißt da dann auch Barmix. Das ist jetzt hier diese Schuhbeck-Edition. Habe ich jetzt nicht gekauft wegen der Schuhbeck-Edition, sondern weil das Ding 5 Jahre Garantie mitbringt. Hat auch zwei Geschwindigkeitsstufen. Dann geht's weiter, da SG Zauberstab. Sieht dann unten so aus. Hat also unten herum keinen Spritzschutz. Spritzt trotzdem nicht. Und man kommt mit dieser Konstruktion da unten auch viel besser an grobes Material dran zum Zerkleinern. Das ist bei diesen Spritzschutzteilen unten drunter immer ein bisschen schwierig, grobe Sachen da durchzukriegen. Da muss man immer hin und her stampfen und so. Das ist hiermit etwas einfacher. Das Teil kann man nicht abnehmen. Also unten der Stab, der ist fix. Dafür kann man da unten, ich ziehe da mal dran, dass ihr sehen kann. Das Schneidwerk kann man abnehmen, dann kann man diesen Stab auf so eine kleine Box draufsetzen, wo man Sachen mit zerkleinern kann. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil das ist gerade das Stativ für das iPhone. Und man kann da unten verschiedene Sachen draufsetzen, verschiedenes Zubehör, eine Quirlscheibe zum Beispiel oder eine Schlagscheibe und so verschiedene Sachen. Kann man im Internet sehen. So, dieses Gerät ist jetzt angegeben mit 180 Watt. Das ist schon mal viel zurückhaltender als die 500 Watt auf dem anderen, die ja aber auch nirgendwo zu sehen waren, zu spüren schon gar nicht. Jetzt gucken wir mal, was der hier macht und vergleicht mal die Lautstärke. Ich gehe jetzt erstmal auf Stufe 1, gleiche Entfernung wie das andere Gerät. Da sehen wir also konstant um die 50 Watt. Ich lasse hier nochmal anlaufen. Beim Anlaufen etwas mehr als 50 Watt und dann irgendwie knapp drunter. Jetzt mal die Stufe 2. Um die 60 Watt. Ich lasse ihn nochmal anlaufen. Also kurzzeitig beim Starten geht er so an die 90, vielleicht 100 Watt und springt dann runter irgendwie auf konstante 50, 60 Watt sowas. Ja, angegeben ist er mit 180 Watt. Also auch hier verstehe ich nicht so ganz. Es kann natürlich sein, dass er mehr Leistung aufnimmt, wenn er jetzt wirklich auch einen Widerstand hat. Das müsste man jetzt mal testen mit irgendwie gefrorenen Früchten oder sowas. Hole ich vielleicht nochmal nach.
Ansonsten sehr beeindruckend, vor allen Dingen ist er sehr leise. Das finde ich ganz angenehm, er ist schwerer und er hat hier so ein Spiralkabel, was ich ganz praktisch finde, weil dann hängt mir das nicht ins Essen, wenn ich hier über dem Herd arbeite. Andere finden das nicht so toll, weil es dann sehr unter Spannung steht, wenn die Steckdose weiter weg ist, muss man dann ein bisschen kräftiger ziehen. Das ist am Ende Geschmackssache. Das soll es gewesen sein, mein Zauberstab.